Lialöle wieder beim 2Gamers Channel und wir machen heute ein Live-Commentary mit dem Waterpie und dem Stop Control. Jo, hallo. Wieder auf der gleichen, ne? Hi. Jo, wir waren hier gerade in der Bemühung, den ersten Kill zu machen, das ist uns aber gerade nicht so gelungen. Und irgendwie direkt jetzt, wo ich aufnehme, spiele ich wieder schlecht. Hey. Ja, also wir haben lange nichts mehr gemacht. Wir haben bestimmt irgendwie 3 bis 4 Wochen nichts mehr reingestellt, oder? Weiß es nicht. Ja, das ja, schon hinten. Also vor allem MW2 ist halt der kritische Punkt. Ich wollte mal wieder ein paar Commentaries machen und hab schon eine KD von 0 zu 3. Das ist echt super. RPG bitte win. Jo, der wollte gerade nicht sterben, aber ich wollte. Ja, was können wir denn erzählen? Also wir haben langsam nichts mehr gemacht, wir haben jetzt Prüfungsstress und alles sowas, Klausuren, wir sind jetzt in der 11. Ja, neues Schuljahr. Ja, da geht es noch richtig los und die Lehrer, die denken natürlich auch, die Schüler hätten nichts Böses zu tun, wenn man da einfach mal an der Stelle um den Geschichtslehrer sich hinsetzt. Ja, ihr könnt ja dieses Arbeitsblatt mal noch bearbeiten, ihr habt ja sonst nichts weiter zu tun. Selbstverständlich. Ja. Genau. Ist ja nicht so, dass alle Lehrer so denken und... Falls Leute noch nicht in der 11. Klasse sind, dann wissen sie jetzt, was einen erwartet. Schöner Assist. Aber ich denke mal, der Stress und die ganze Arbeit, die man da auf sich nimmt, das wird sich auch irgendwann auszahlen und ja... Wenn ihr zum Beispiel einen guten Beruf oder sowas kriegst. Spätestens im Abi. Jo. Genau, natürlich kann man ja auch so einen guten Beruf haben, aber... das kam also, cool. Es soll ja nicht, heißen, dass man einen guten Beruf und Abitur. Aber damit ja die Chance natürlich höher. Scheiße. Und ja, um dann die Familie zu ernähren, sich mal was zu gönnen, seinen Kindern, seiner Frau zu leisten, das so, erstmal natürlich jeder reingehauen. Jo. Und darum zocken wir jetzt MW2, um die Hausaufgaben zu machen. Genau, genau, aus diesem Grund. So, ich hab ihn mitgenommen. Scheiße, ey, 6 zu 7 und ich bin der Beste aus unserem Team. Das fängt ja echt super heute an. Ehrlich. Ja, nee, aber nee. Wir haben echt nichts lange nichts mehr gemacht. Ich glaube, vor den Sommerferien war es das letzte Mal. Und das letzte, was ich überhaupt reingestellt habe von DayZ, was ihr ja bis jetzt gesehen habt, das ist auch, glaube ich, schon wieder 2 bis 3 Wochen her. Ja, wir hatten dolle Probleme wieder mit Sony Vegas, das hat alles nicht so geklappt, wie wir wollten und dann halt auch noch dazu dieser Prüfungsstress und ich denke mal, ihr könnt das, oder ich hoffe mal, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, auch dass ich heute wieder das erste Mal richtig zocke. Also nehmt uns die KD, nehmt uns die KD nicht allzu übel, mit mir jetzt mit 7 und 8 und ich will's ja, ich mach gerade ein eher Fun-Game mit meinem RPG, ja, hier rum. Das ist auch lustig, Willi und ich und Waterpie, wir haben gerade mal ein Fun-Game mit RPG und Tube gemacht. Das war ganz lustig. Oh mein Gott, was? Hatten aber lustigerweise auch eine scheiß KD. Nee, so schlimm war das gar nicht. Naja, ich zumindest. Ja, aber Christoph, du könntest doch mal was... zu, naja, ich weiß nicht, sind es zukünftige Projekte, also auf jeden Fall dazu erzählen. Oh, oh scheiße, Alter. Schwein gehabt, Alter. Was hätte, so am das hätte ein Multi gern können. Hätte haben können. Wochenende bei euch so läuft, Christoph? Jo, was denn da? Nächstes Wochenende? Ja, müssen mal gucken, also wir haben ja jetzt am Moment 26. Ja, am 26.10. steht ein Riesenevent an und zwar von einer Anzahl von 22 Leuten eine LAN-Party beim Worldmaster. Genau, bei mir. Und dann mal gucken, was da so los ist. Oh mein Gott. Da können wir ja zusammen die Geschichtsausaufgaben machen. Genau. Die Geschichtsausaufgaben, die wir heute noch nicht gemacht haben. Aber Mathe haben wir gemacht. Genau, so ist der Mathe. Genau, ist im Kasten. Aber. Mathe ist so easy. Also die LAN-Party geht über 3 Tage und ich werde die ganze Zeit da sein, ich guck mal, ob ich aufnehme. Das wird bestimmt geil. Ja genau,
Das war natürlich cool für die Abonnenten. Und ja, bei uns gehen nämlich nächste Woche die Sommerferien dann los. Die Herbstferien. Die Herbstferien, genau. Sommerferien, das wäre cool. Die Herbstferien gehen los und naja, die meisten, oder viele Bundesländer hatten ja jetzt schon ihre Herbstferien. Ich weiß nicht, ich habe einen Bekannten in Berlin, der die hatten 2 Wochen, das ist natürlich egal, sowas bei uns, gibt's nur eine. Naja, aber gut, nach 2 Monaten, oh, Predator, Schule kann man dann schon mal ein bisschen entspannen, das ist eigentlich ganz gut so. Okay, gerade mit einem 14 zu 14, nicht so eine schöne KD. Nee, aber auf der LAN werde ich jetzt, denke ich mal, nicht nur so Spiele aufnehmen, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht so eine Kamera mitnehme und da mal ein bisschen was mit aufnehme. Dann seht ihr uns mal so. Mich habt ihr ja vielleicht mal so gesehen mit Slender und da wisst ihr vielleicht so, wie ich ein bisschen aussehe. Ja, habt auch nicht viel verpasst, also. Ja, also so jetzt nicht viel los gewesen. Also ist auf jeden Fall ein Himmelgucker, der Christoph, kann man nur jedem Mädchen empfehlen. Ach so, was ich auch noch erzählen wollte. Was ich auch noch unbedingt erzählen wollte, ich habe jetzt ja meine Theorie von einer Pilotenschein-Lizenz da fertig. Jetzt fehlt mir nur noch die Praxis. Ein paar Stunden noch und dann habe ich meinen Schein auch fertig. Habe ich in Sommerferien leider nicht mehr ganz geschafft. Und dann ist unser Christoph ein Überflieger. Wir hoffen, er überträgt sich auch auf seine Spielskills. Ja, hoffen wir es mal. Nee, Jetfliegen bei Battlefield kann ich ja super. Da bin ich schon auf maximaler Stufe. Ja. Müsste ich auch mal rein. Oh, G18, oder? Nee, ACA. Jo, da war gerade Willis RPG durchs Bild geflogen. Und da 2 Kills geholt, herrlich. Ist doch mal was. Ja, ich habe auch ein schönes neues Headset geholt. Und zwar ein Razer Headset. Das, was PewDiePie momentan hat. Erzähl keinen Scheiß. Ne, ist so. Das ist so. Das ist wirklich so. Ja, ich weiß, du hast es ja auch immer mal dabei in der Schule. Ja, ich hab's irgendwie immer um. Das ist scheiße. Ich wollte. Last Kill! Mist, ey! Ein Highlight für diese Aufnahme. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, also was ich alles sagen, an Perks drin habe. Meine KD, das ist natürlich. Ja, auf jeden Fall hat er null Aiming. Was soll man noch zu meiner KD dazu sagen? Also, naja, zu meiner auch nicht, ist negativ. Wollt, ich habe eine gute KD. Spielt so wie ich, wenn ihr einfach. Jo. Ach, wisst ihr was? Wir können das nochmal spieleübergreifend machen. Wir können das nochmal spieleübergreifend. Das ist cool, das ist auch mal eine Idee. Warum? Warum haben wir schon wieder Rondo Invasion jetzt? Oh nee, super. Alter. Habe ich eigentlich keine Lust. Doch. Jetzt RPG und dann geht das. Doch nicht spieleübergreifend, das schneiden wir raus. Nee, ich probiere jetzt mal eine L86. Oder? Nee, Moment. Leichte MGs. Die würde ich aber mal. Ja. Rotpunkt. Wundert euch nicht, Frage, dass ich da FAL oder sowas drin habe. Das habe ich gar nicht. Das wurde gehackt. Nicht von mir, sondern von einem Hacker. Deshalb. Erzähl keinen Scheiß. Ey, jetzt wird's so mysteriös hier. Skip mal bitte, Leute. Ja, warte mal, ich mute mal. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Genau. Kannst du Lobby schon wieder muten hier? Oh nein. Walking. Nein, Leute. Ah, so ein Ranz hier. Wie du merkst, mag dich keiner. Ich hab keine Lust auf Invasion. Unser kleiner Water. Ey, vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen bessere KD abgreifen, ey. Das wäre echt nicht schlecht. Oh, Alter. Lass uns mal ein konstruktives Thema anschlagen. Es soll ja nicht so ein unvorbereitetes Commentary werden. Nö, also, das ist live. Abgesehen. Das ist live. Demnächst ist Zeitumstellung. Ja, ein unvorbereitetes Live-Commentary. Also es muss ja auch ein bisschen durchdacht sein. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ist doch Rille, Mensch, das ist ein Fates-Commentary. Ja, ihr könnt ja aber mal auch mir erzählen, was ihr so
neben der LAN in den Ferien macht. Wir was jetzt? Ich neben der LAN mache? Naja, aufräumen. So viel steht nicht an. Ich muss bei meinen Eltern helfen, in der Küche zu renovieren. Alter, der laggt übel. Jetzt hab ich ihn. Double Kill. Ich bin Führer. Ich hab grad 3 gegen 1 gespielt. Und hast verloren? Ja. Ja, 3 gegen 1 verliere ich auch meistens. Wir fliegen die Kugeln nur so um die Ohren, ey. Jo, geht mir auch so. Ihr habt jetzt eigentlich auch schon gesehen, was ich in den Perks und so alles drin habe. Das brauche ich, denke ich mal, jetzt nicht mehr erwähnen. Wenn nicht, spult da einfach ein bisschen zurück oder so aufs Hauptmenü. Müsst ihr mal gucken. Da bin ich jetzt mal so faul. 2 gegen 1. Was machst du noch? Ja, neben der LAN. Ich gehe so 4 bis 5 Tage, mache ich dann noch hoffentlich meinen Pilotenschein fertig. In Herbstferien dann. Oh ey, was hier. Ja, und ansonsten guck mal ein bisschen. Predator. Ja, das war meine. Also die ging auf mich. Ich guck mal ein bisschen wegen ein paar Mädels rum. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen Kontakt gefunden. Oh. Ja. Guck mal, was sich da ergibt. Was ist da los? Was ist da los hier? Oh ja, und Gott, wenn ich hier gleich an Mädels denke, dann mache ich hier gleich schon mal eine super KD mit 6 zu 6. Ich hau da einfach mal ein RPG rein für den Typen, der da oben hockt. Scheiße. Oh, Leute. Da gehe ich jetzt selber ich fast komm ex. Noch nicht drauf klar. Ist der noch hier? Ey, wir müssen wirklich bitte ein Thema anschneiden, ansonsten rege ich mich hier zu sehr auf. Das ist einfach gut für mein das Herz. Das finden Leute aber auch lustig. Ja, aber nicht gleich bei irgendwelchen Größen wie Elotopix oder Solution oder so. Warum? Waterbeef findet man. Waterbeef findet man einfach immer lustig. Jo. So geht's mir zumindest. Nur am Lachen. Oh mein Gott, Alter. Den hab ich gerade genutzt. Predator erreicht. Achso, ja stimmt. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, was ich alles in hier. Ding ist drin, habe ich komm gerade nicht drauf. Scheiße. Ach, Waterpie, ich lass mal den Predator jetzt hier starten. Komm, es wird Multi. Yo, Dreifach-Kill. Woo. Super. Da so, oben, der Gammler. Scheiße. Ich versuche jetzt mal. Oben in diesem Eis. Ja, ey! Nicht so rumschreien hier. Ja, ich versuche jetzt mal Vorräte zu holen. Ich hoffe mal. Boah. Scheiße, ich glaube, meine fallen auf die Tankstelle. Nee. Konterdrohne. So ein Rotz. Hey, ich hab gerade einer. Ja, Willi hat einen Kampfhubschrauber. Ich hab einen Helikopter. Du ja nicht. Und dann werden das war meiner. Scheiße! Oh Leute. Schon wieder der gleiche. Ich hau mal auf. Ich hol mal den Heli. Oh nein, Intervention, no scope, man. Ne, jetzt wird man aber wirklich mal ein Thema anschneiden, sonst wird das glaube ich hier wirklich ein bisschen langweilig. Vor allem wenn wir das jetzt hier so spielübergreifend machen. Was gibt's denn jetzt zum Beispiel noch ein Thema? Zum Beispiel. Ja, wie gesagt, wir könnten ja über Favela reden. Ja, stimmt, das mit Favela. Aber das Thema ist ja eigentlich bitte so ausgekaut, ich denke mal, das will keiner mehr hören und da schaltet man ja erst recht an. Also, ich denke mal, die also, mir war es neu. Mir war es echt neu. Mir ist es auch noch nicht aufgefallen, wo ist das überhaupt her? Naja, viele Kommentatoren haben noch schon drüber geredet. Max, FPS. Wer war's denn noch? Wer war's denn noch? 2 waren's noch. Bestimmt CK oder so, oder? Ich glaube, Kieler Junge und genau CK. So. Die haben natürlich. Ja, mein Heli holt Kills. Macht Kills und Kills. Ach man, ich wollte mich gerade an dem Sniper wieder rächen. Scheiße. Da wollte ich gerade einen Semtex werfen. Was gibt's denn noch alles, was man hier anschneiden kann? Doppel? Wie hoch ich den gerade gekriegt habe. Christoph, sag doch mal, wo ist das Spiel jetzt? Nee,
ich hol's mir definitiv nicht. Weil was? Ich auch nicht das, das Geld dazu habe. Ich habe mir jetzt letztes Battlefield Premium geholt und War Z habe ich mir jetzt geholt. Da darf ich leider noch keine Aufnahmen machen. Erst ab der Beta darf ich Aufnahmen reinstellen. Komischerweise. Ja, aber du kannst schon welche machen. Ja, nee, darf ich nicht. Ich darf keine von der Alpha reinstellen. Das steht in den in diesen komischen Richtlinien. Ich habe auch jetzt Kapitän. Nein, nein. Oh mein Gott, er hat die Pille drin. Er hat die Pille drin. So, jetzt geht das doch mal ein bisschen rund hier. Nein? Ja, aber du kannst doch auch machen und sobald du reinstellen darfst, kannst du doch gleich hochladen. Nee, eben nicht. Ich, meine, ich darf so die Alpha nicht aufnehmen. Das steht in den Richtlinien drin. Erst die Beta darf ich aufnehmen und reinstellen. Also selbst die Alpha darf ich, wenn die Beta draußen ist, darf ich die Alpha trotzdem nicht reinstellen. Frag mich nicht wieso, das steht in den Datenschutzrichtlinien von WarZ. Ha, Last Kill, aber wie schlecht, ey. So, ich würde mal sagen, damit verabschieden wir uns mit einem Last Kill von Willi. Mit genau. Einem Tube. Schau dir dieses epische. Oh, wie du noch Tubes, du Willi, ey. Das ist nee, der war gemessert, Bock, aber bessere KDE und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein von uns. Vom Tube. Haut rein, genau. Ciao. Bleib gesund.